In diesem Video werde ich neuer Trainer von Dinamo Zagreb. Da es die kroatische Liga nicht im Spiel gibt, packe ich sie in die zweite Bundesliga. Und mit den besten Talenten vom Balkan, dazu gehören Albanien, Bosnien, Bulgarien, Griechenland, der Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Slowenien, Serbien und die Türkei, will ich bis zum Ende des Videos die Champions League gewinnen. Damit ist für den Anfang alles gesagt, Leute, und wir können loslegen. Das hier ist die aktuelle Mannschaft von Dinamo Zagreb in Bestbesetzung. Ich glaube, wenig überraschend bei einem Verein aus Kroatien natürlich auch viele Kroaten. Da ich es mir aber auch als Challenge machen möchte, jedes Balkanland in unserer Startelf vertreten zu haben, wird Martin Baturina der einzige Kroate in unserer Startelf bleiben. Dementsprechend, ihr könnt es euch denken, Leute, alle Spieler, bis auf eigentlich Martin Baturina, landen auf der Transferliste. Ich habe dem Verein aber auch eine kleine finanzielle Spritze von 200 Millionen Euro gegeben, sodass wir von Anfang an direkt so gut wie alle Spieler holen können. Was aber nicht bedeutet, dass unser erster Transfer jetzt Jan Oblak wird, nur weil wir viel Geld haben. Der erste Spieler, den wir verpflichten, ist aber unter anderem einer der Gründe, warum ich dieses Budget hinzugefügt habe. Denn Elyif Elmas von RB Leipzig ist eigentlich das einzige Talent oder der einzige talentierte Spieler aus Nordmazedonien. Und mit 25 Millionen, die wir bezahlt haben, ist er auch zum Start direkt einer der teuersten Spieler. Wir könnten jetzt halt 2-3 Jahre warten, bis wir selber dieses Geld haben, um ihn zu verpflichten. Er hat aber auch nicht das krasseste Potenzial mit 83 und deswegen will ich ihn einfach von Anfang an verpflichten und mit dem dynamischen Potenzial ihn eben über dieses 83er Potenzial, was er glaube ich hat, hinaus entwickeln. Und damit also neben Kroatien, jetzt also auch Nordmazedonien für die Startelf abgehakt. Dasselbe, was ich gerade zu Elmas gesagt habe, gilt auch für unseren zweiten Neuzugang aus dem Kosovo, lässt sich auch 25 Millionen kosten. Denn auch Edun Zegrova, ich hoffe, ich habe es jetzt ansatzweise richtig ausgesprochen, ich gehe mal stark nicht davon aus, ist das einzige Talent oder der einzige talentierte Spieler aus dem Kosovo, 79er Gesamtstärke zum Start und auch hier, ich will ihn direkt von Anfang an in der Mannschaft haben. Womit wir jetzt also neben Kroatien und Nordmazedonien auch den Kosovo abhaken für die Startelf. Die Offensive kommt komplettieren tut dann unser neuer Stürmer und der stammt aus Montenegro. Ich hatte ja vor dem Video schon ein bisschen geguckt, was die Spieler aus dem Balkan angeht und wenn mich nicht alles täuscht, wird eine Nation zweimal in der Startelf vorkommen und es kann halt eben auch sein, dass so manche Nation eher auf der Bank als in der Startelf vertreten ist. Und so könnte es eben auch bei unserem Stürmer sein. Wie gesagt, aus Montenegro kommt Nikola Krištović, um genau zu sein, aus Italien von Lecce. Hat halt nur eine 75er Gesamtstärke, 79er Potenzial. Vielleicht können wir damit dynamisch noch einiges aus ihm rausholen. Falls nicht, wird er eben ein Spieler für die Bank und er wird irgendwann im Laufe des Videos durch Benjamin Šeško ersetzt werden. Aber wie gesagt, vielleicht entwickelt sich der Mann hier auch noch krass. Damit steht also schon mal die Offensive unserer Mannschaft. Wir haben hier das 4-2-3-1 kompakt mit drei Zehnern. Baturina, Elmas, bei Zegrova muss ich noch die Position ändern und hier vorne im Sturm haben wir jetzt also Krištović. An der Stelle würde mich mal interessieren, vielleicht kann sich ja auch einer von euch da draußen mit der Idee dieses Videos auseinandersetzen. Vielleicht schafft ihr es ja, eine Startelf zu kreieren, wo auf jeder Position eine unterschiedliche Balkan-Nation vertreten ist. Falls ihr das Ganze schafft, kommentiert es auf jeden Fall gerne oder schreibt mir zum Beispiel auch bei Insta eine DM. Der Manager meinte, ich soll ein bisschen Werbung dafür machen, deswegen machen wir das Ganze jetzt mal hier an der Stelle. Folgt mir bei Insta, Leute. Ach ja, unser nächster Transfer, das wird Benjamin Tahirovic aus Bosnien-Herzegowina. Das ist übrigens die Nation, die zweimal vorkommen wird. Für die ZDM-Position, also von Ajax, verpflichten wir ihn. Sein Partner im Mittelfeld ist dann der Albaner für die Startelf. Kommt, um genau zu sein, von Inter Mailand, ist 22 Jahre alt, 75er Gesamtstärke, genauso wie sein Partner Tahirovic, ein 82er Potenzial. Christian Aslani kommt also für 11 Millionen Euro ab. Löse. Womit jetzt also nur noch die Viererkette und der Torhüter übrig bleibt. Die Linksverteidigerposition wird dann von der Türkei eingenommen in der Startelf. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Ridwan Yilmaz der Mann wird, der bis zum Ende die Champions League mit uns gewinnen wird. Aber für den Fall der Fälle gibt es ja auch noch die Upgrade-Option sozusagen mit Ferdi Kaliolo, der eine 81er Gesamtstärke zum Start hat, 86er Potenzial, ist mir dann aber doch ein bisschen zu gut für den Start. Aber wer weiß, vielleicht kickt ja auch bei ihm das dynamische Potenzial. Unser erster Transfer für die Innenverteidigung, an dem war der FC Bayern erst in der Winter Transferphase letzte Saison interessiert. Am Ende wurden es aber doch die Spurs. Die Rede ist natürlich von Radu Dragosin, der Rumäne in unserer Balkan-Startelf. Drei Positionen und Balkan-Nationen fehlen also noch in der Startelf. Der Innenverteidigerpartner von Dragosin kommt aus Serbien, Pavlovic in dem Fall, glaube ich, ehemals von RB Salzburg, gute EM gespielt und jetzt zum AC Mailand gewechselt und nun der Wechsel zu Dinamo Zagreb. Ich würde ja gerne eigentlich mit dem Rechtsverteidiger weitermachen, aber besagter Verein, bei dem er spielt, will ihn einfach nicht freigeben. Und da ich hier noch auf der PS5 spiele, kann ich das Ganze auch nicht locker flockig mal mit der Cheat Engine umgehen. Das heißt, wir müssen einfach warten, bis RB Salzburg in dem Fall irgendwie einen Außenverteidiger verpflichtet hat. Ziehen damit aber den Transfer unseres Torhüters voraus. Konstantinos Tsoulakis wird unsere Nummer 1 aus Griechenland. Eine weitere Nation für unsere Startelf aus dem Balkan. 73er Gesamtstärke, 21 Jahre alt. Mit Oblak wäre es ein bisschen langweilig, also wollen wir Tsoulakis entwickeln, bis er ein Jan Oblak wird. Freunde der Sonne, was ich hier mache, um unsere letzten Spieler zu verpflichten, das kann man keinem erzählen. Ihr seht im Hintergrund, wir holen jetzt einfach
irgendeinen Spieler von RB Salzburg. Keine Sorge, Leute, der Mann hier hat nichts mit unserer Challenge zu tun, wird gleich freigegeben, aber wir tauschen einen Rechtsverteidiger ein, denn damit hat RB Salzburg zwei Rechtsverteidiger und kann Amar Dedic endlich freigeben. Einfach, Leute, der absolute Five-Head-Move. Und da haben wir jetzt also auch den letzten Spieler für unsere Starte von RB Salzburg. Amar Dedic kommt, 21 Jahre alt, der zweite Spieler in der Startelf aus Bosnien, die damit also die einzige Nation sind, die zwei Spieler in unserer Startelf haben. Die einzige Balkan-Nation, die damit eigentlich fehlt, die auch gute Spieler für den Karrieremodus hat, das ist Slowenien mit Oblak im Tor, hatte ich aber auch schon erwähnt, da will ich lieber unseren Griechen entwickeln und Šeško vorne im Sturm, den werden wir noch irgendwann im Laufe des Videos verpflichten. Nach unzähligen Transfers steht die Mannschaft jetzt also endlich mit unserem Griechen Solakis im Tor, Dedic als Bosnier in der Rechtsverteidigung, die Innenverteidigung dann aus einem Serben mit Pavlovic und Dragosin aus Rumänien, unser Linksverteidiger Yilmaz, vielleicht künftig Kadiolo aus der Türkei, die Doppel-6 dann mit Aslani aus Albanien und Tahirovic ebenfalls aus Bosnien, unsere Dreier-Offensive Zegrova aus dem Kosovo, Baturina aus Kroatien vom Anfang, Elmas aus Nordmazedonien und erstmal Kristovic aus Montenegro vorne im Sturm. Die Offensive mag zwar schon Bundesliga-tauglich sein, der Rest der Mannschaft ist eher Zweitliganiveau und deswegen starten wir auch in der zweiten Liga rein, simulieren das erste Jahr. Relativ unspektakulär packt diese Mannschaft, die wir kreiert haben, natürlich auch den Aufstieg aus der zweiten Bundesliga in die Bundesliga, aber wie ich auch schon gesagt habe, Leute, wir tun uns hier nicht komplett einfach, wir werden nur Zweiter und Köln hat sogar 11 Punkte Vorsprung auf uns. Ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Mannschaft unbedingt schlechter ist als die von Köln, aber sei es drum, Leute, Hauptsache wir sind aufgestiegen. Die Entwicklungen zum Start sind richtig, richtig gut, also ich glaube, fast alle Spieler in der Startelf haben sich irgendwie um 3 oder 4 Gesamtstärken verbessert. Wichtig zum Start natürlich Scorer sammeln. Wir haben bei Elmas 16, 23 bei Baturina, 18 bei Zegrova und Kristovic kommt auf 26, hat sich um 3 Gesamtstärken verbessert und wer weiß, was das dynamische Potenzial mit ihm macht. Damit können wir jetzt also das erste Jahr abschließen, haben den Aufstieg aus der zweiten in die Bundesliga geschafft und in die starten wir jetzt rein. Und das alles auch mit der Mannschaft, die den Aufstieg aus der zweiten Liga in die Bundesliga geschafft hat. Ich bin gespannt, gerade auf so einen Kristovic vorne im Sturm. Denn wenn er mal noch in der Bundesliga auf irgendwie 20 Tore kommt, dann könnte das dynamische Potenzial echt noch was machen mit ihm. Nun wird es aber Zeit für die zweite Kalendersimulation in diesem Video. Ich bin echt gespannt, was uns jetzt in der Bundesliga erwarten wird. Ich wollte keine Erwartungen aussprechen, Leute, aber Platz 5 am Ende dieser ersten Bundesliga-Saison, am Ende der zweiten Saison in diesem Video, war eigentlich so mehr oder weniger meine Erwartung. Bedeutet, nächstes Jahr Champions League, das, was Dinamo Zagreb innerhalb der eigenen Liga in Kroatien halt wahrscheinlich jedes Jahr schafft. Für die Meisterschaft fehlen uns in dem Fall 12 Punkte. Blicken wir auf den DFB-Pokal. Wie weit sind wir da gekommen? Ich glaube, in einer der ersten Runden, wenn nicht sogar in der ersten Runde, ja, gegen Bochum ausgeschieden. Egal, Leute, sei es drum, denn diese Mannschaft hat immer noch einen sehr guten Job geleistet und hat jetzt wirklich fast auf jeder Position die 80er Gesamtstärke. Es fehlen nur Tahirovic und Dedic, die beiden Bosnier, lustigerweise. Es waren aber auch zugegebenermaßen die beiden Spieler mit der geringsten Gesamtstärke. Elmas mit 24 Scorern in der Bundesliga, Zegrova mit 21, Kristovic 17 Tore, eine Vorlage, Baturina immerhin 17 Scorer. Damit beginnt die dritte Saison. Wir nehmen das erste Mal an der Champions League teil und ich werde diese dritte Saison damit beginnen, dass wir genauer auf Kristovic schauen werden. Denn der Mann hat sein Potenzial jetzt fast erreicht und ich werde ihm dieses Jahr noch Zeit geben. Er braucht 36 Wochen, um sein volles Potenzial zu erreichen und wenn er sich über diese 82 entwickelt, dann könnte er vielleicht einer bis zum Ende sein. Falls das nicht werden sollte, hatte ich es aber auch schon erwähnt, steht Benjamin Šeško mehr oder weniger in der Pipeline bereit. Die dritte Kalendersimulation, das erste Mal nehmen wir an der Champions League teil. Mal gucken, wie es laufen wird. Das Ende der dritten Saison, es bleibt der 5. Tabellenplatz. Ich glaube, einen Punkt weniger als im Jahr davor, da hatten wir 60, dieses Jahr sind es 59. Im DFB-Pokal machen wir genau weiter, wo wir aufgehört haben, erst Runden aus gegen Wolfsburg. Und zu guter Letzt die UEFA Champions League. In der Liga waren wir 24. Ist, glaube ich, der letzte Platz, wenn mich nicht alles täuscht. Oder geht es bis 30? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir waren in den Playoffs, haben da Chelsea geschlagen und im Achtelfinale sind wir dann gegen Real leider ausgeschieden. Zur Top 4 in Deutschland, da fehlt noch ein bisschen was. Ansonsten bin ich aber wirklich unfassbar zufrieden. Alle Spieler haben jetzt die 80er Gesamtstärke. Es ist eigentlich nur Tahirovic, weil dann kommt schon die 82 von Dedic. Ich glaube, Leute, Kristovic hat mich gehört. Er muss abliefern, um weiter am Start zu bleiben. Und so kommen 33 Tore und eine Vorlage zustande. Daneben noch erwähnenswert Elmas mit 29 Scorern. Zwar kein richtiger Fortschritt in diesem Jahr, aber die Mannschaft entwickelt sich weiterhin richtig gut. Wir waren im Champions League Achtelfinale, knapp gegen Real Madrid rausgeflogen. Ich glaube, es könnte auch schlechter laufen. Die Mannschaft bleibt also unverändert, Leute. Und für uns wird es Zeit für die vierte Kalendersimulation. Ich glaube, wir haben dieses Jahr sogar die Playoffs übersprungen in der Champions League. Wahrscheinlich sind wir am Ende einfach ausgeschieden. Nee, und ich laber gerade komplett Müll. Nee, tatsächlich nicht. Wir stehen im Achtelfinale direkt und treffen auf Milan. Gewinnen sogar das Hinspiel. Aber jetzt das Rückspiel werden wir wahrscheinlich verlieren. OK-Vorspieler des Spiels. Und wir sind, ja, wahrscheinlich raus. Ist aber auch in Ordnung, Leute, denn wir beginnen diese vierte Saison mal mit unserer Mannschaft zum Ende. Und die sieht sehr gut aus. Gerade die Offensive echt schon auf CL-Siegerniveau. Hinten müssen wir noch ein bisschen was hoffen an Entwicklungen. Gerade Dedic und Tahirovic. Kristovic vorne ist halt wirklich so ein Löwe, Leute.
Ich denke mal aber auch in den nächsten Jahren sollte es was werden mit dem Henkelpott, denn dieses Jahr gewinnen wir auch die Bundesliga-Meisterschaft, 81 Punkte auf dem Konto. Im DFB-Pokal gehe ich mal zumindest von aus, haben wir unsere Standardfigur abgegeben. Ja, Erstrunden aus gegen Bielefeld. Milan steht im Champions-League-Finale, in der Liga wollte ich noch gucken, waren wir Achter. Dieser Bundesliga-Titel ist jetzt aber auch einfach der erste Titel überhaupt, den wir gewinnen in diesem Video. Zweitligatitel hatten wir nicht gewonnen, Pokal brauchen wir gar nicht drüber reden und Champions League gewinnen wir hoffentlich in der nächsten Zeit. Was mich mal interessieren würde, Leute, Luka Modric müsste ja mittlerweile seine Karriere beendet haben. Dachte, vielleicht könnten wir sein Regen auf die ZDM-Position packen, um doch irgendwie alle Nationen in die Startelf reinzubringen, aber er hat halt viel zu wenig Verteidigung, das heißt, er wird die Position, glaube ich, nicht erlernen können. Die Mannschaft bleibt dann also doch unverändert und für uns wird es Zeit für die mittlerweile 5. Kalendersimulation. Bruder, wie kann man von 8 Spielen 6 Mal unentschieden spielen? Digga, das ist doch nicht zu glauben. Och, nicht schon wieder Real Madrid. Ja, unentschieden. Immer, immer. Was auch sonst. 3-3, Digga. Ich kann unentschieden wirklich nicht mehr sehen. Ich glaube, wir haben diese Saison keine Ahnung, wie viele Unentschieden gehabt insgesamt. Und ja, Digga, 6-6. Und ich glaube, wir sind trotzdem irgendwie weitergekommen. Stojkovic, Digga, ich weiß nicht mal, wer du bist. Du bist irgendein Bankspieler, vielleicht sogar noch vom Anfangskader. Er bringt uns einfach ins CL-Viertelfinale. Oder auch nicht, Digga. Weil wir im Elfmeterschießen verlieren gegen Real Madrid. Wollt ihr mich rollen, Alter? Wollt ihr mich rollen? Ich versteh's nicht. Da hat doch ein Spieler von uns den Spieler des Tages Awards bekommen. Oder war ich blind? Keine Ahnung mehr. Ich werde es beim Schneiden sehen. Aber wie? Wieso kriegen wir den Spieler des Tages Award? Junge, wenn ich den kriegen würde, wenn ich verliere nach Elfmeterschießen, ich würde den so in die Tonne schmeißen. Egal, Leute. Sei es drum. Dritter Platz ist es in der Bundesliga. 72 Punkte. Leider 3 an der zweiten Meisterschaft in Folge vorbeigeschrammt. Und wofür machen wir uns überhaupt den ganzen Weg aus der kroatischen Hauptstadt? Reisen wir nach Deutschland, nach Nürnberg, um dann 5:3 in der ersten Pokalrunde auszuscheiden. Das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Die schlechtesten Gesamtstärken liegen einfach bei 85. Wenn wir aus dieser schlechtesten Gesamtstärke nächstes Jahr eine 87 machen, dann sind wir, glaube ich, wirklich auf bestem Wege, endlich den Henkelpott zu gewinnen. Von den ganzen Balkanländern in diesem Video fehlt natürlich immer noch Slowenien. Das ändern wir aber nun, indem wir den Mann holen, bei dem ich seit der ersten Saison schon angekündigt hatte, dass wir ihn irgendwann mal verpflichten werden. Und genau dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Benjamin Šeško kommt für 161 Millionen von Newcastle United, wo er mittlerweile spielt. Man konnte es gerade im Hintergrund schon leicht erkennen, irgendwie ist ab diesem Zeitpunkt die Aufnahme vom Spiel abgekackt. Zu meinem Glück ist mir das Ganze aber früh genug aufgefallen und es fehlt so also nur die 6. Saison, wo wir eh nicht die Champions League gewonnen haben und nicht der gesamte Rest des Videos. Es wäre halt auch schade um die Mannschaft, die wir bisher kreiert haben. Die schlechteste Gesamtstärke liegt bei einer 86 von Tahirovic, daneben Dedic mit einer 87 und wir haben so viele 90er Ratings am Start. Vor einem Sturm, es tut mir so ein bisschen im Herzen weh, aber der Assistenztrainer hat einfach nur auf Šeško gesetzt und kaum auf Krištović. Falls wir aber das CL-Finale irgendwann mal doch erreichen sollten, dann habe ich mir fest vorgenommen, wird dieser Mann auf jeden Fall in der Startelf stehen. Mittlerweile sind wir absoluter Dauergast im CL-Achtelfinale. Letztes Jahr war es übrigens das 4. Finale und jetzt fehlt eigentlich dieser Mannschaft nur noch das Quäntchen Glück. Und wie gesagt, Leute, diese Mannschaft erreicht seit keine Ahnung wie vielen Jahren mittlerweile. Wir spielen ja auch schon das ein oder andere Jahr in der Champions League mittlerweile jedes Mal das 8. Finale und überspringt die Playoffs. Dazu dann auch so oft unfassbar knapp ausgeschieden. Jetzt 8. Finale Newcastle. Ach, unentschieden. Ich wollte schon sagen, immer mit diesen Unentschieden. Was ist das in diesem Video heute? Alleine dieses 6:6 gegen Real Madrid und dann Elfmeterschießen, hast du nicht gesehen. Jetzt Heim- und Rückspiel gegen Newcastle. Segrova Spieler des Spiels. Wir stehen im Viertelfinale. Aber das reicht uns auch nicht mehr, Leute. Viertelfinale. Wir haben fast auf jeder Position eine 90er Gesamtstärke. Es muss doch jetzt mal für mehr reichen. Die Rom ist unser Viertelfinalgegner. Die Roma, sorry. Aslani Spieler des Spiels. Wir gewinnen 2-0. Sieht gut aus, Leute, aber ich glaube den Ganzen erst, wenn ich das Ergebnis vom Rückspiel sehe. 4:2. Wir stehen im Halbfinale. Das erste Mal in diesem Video. Und ganz ehrlich, Leute, soll kommen, wer will. Diese Mannschaft ist ready. Ja, City, egal ob Paris, City, Real Madrid, unsere Mannschaft ist bereit und wir gewinnen das Hinspiel 2-1. Jetzt noch das Spiel gegen Leverkusen dazwischen. Ich glaube, irgendein wichtiger Spieler ist fürs Rückspiel gesperrt. Wir müssen aber irgendwie durchkommen. Jetzt das Rückspiel in Manchester. Spieler des Spiels wird Elmas und damit sollte es eigentlich klar sein. Das Spiel verarscht uns dieses Mal nicht. Und Dynamo Zagreb mit den besten Balkan-Talenten und Spielern, wie man es auch immer sagen möchte, steht jetzt endlich
im CL-Finale. Wie aber schon gesagt, Leute, bei dieser Mannschaft ist das Erreichen des Champions-League-Finals absolut kein Zufall. 90er Gesamtstärken, egal wo man hinguckt, es sind eher gesagt drei Spieler, die keine 90er Gesamtstärke haben. Tahirovic, Dedic und Yilmaz. Auch absolut geil, dass ich meinte, ja, mal gucken, was mit dynamischem Potenzial geht. Der hat ein 79er Potenzial, glaube ich, zum Start. Ist jetzt bei einer 89, besser als Cariolo, mit dem ich ihn ja irgendwann ersetzen sollte. Da sieht man mal dynamisches Potenzial, was das machen kann. Jetzt tut mir Šeško schon fast so ein bisschen leid, dass ich ihn auf der Bank lassen werde fürs CL-Finale, weil 44 Tore, 9 Vorlagen ist schon richtig krass, aber auch Zegrova nochmal, oder Zegrova, 44 Scorer in 54 Spielen, richtig stark. Daneben der Blick auf die Bundesliga, die wir dieses Jahr wieder gewinnen können. 74 Punkte auf dem Konto, in Saison Nummer 6 hatten wir sie auch gewonnen. Das macht also, ich glaube, 3 oder 4 Mal Bundesliga-Meisterschaft in diesem Video. Und zum DFB-Pokal, Leute, will ich wirklich gar nichts sagen. Wir sind wieder in Runde 3 ausgeschieden gegen Osnabrück. Ich glaube, ich war noch nie in einem Video Sprint to Glory, 10 Saisons, was auch immer, so unerfolgreich im Pokal. Das hier ist die Mannschaft von Barcelona mit Yamal natürlich noch von Anfang an am Start. Victor Roque, Ansu Fati, Pedri ist am Start, Hakimi in der Rechtsverteidigung, Araujo und Ter Stegen immer noch im Tor. Ich würde vorsichtig sagen, Leute, dass diese Mannschaft hier der Favorit ist, auch wenn Lamine Yamal krasses 94er Gesamtstärke hat. Wir haben zwar keine 94, aber so viele 90er Gesamtstärken, wir müssen dieses Ding gewinnen. Und dann findet dieses Finale auch noch im Olympiastadion statt, in Deutschland, in Berlin. Besser könnte es gar nicht sein, Leute. Wir starten rein ins Spiel und sehen uns in der ersten Szene. Was für Trainer, Digga. Wie mache ich die Scheiße aus? So, jetzt aber rein ins Spiel. Dragoschin, da musst du sein. Oh mein Gott. Solakis, Junge, das erste Mal gefordert. Ist das so eine griechische Marke, Salakis? Oder täusche ich mich? Oh Gott, was tue ich da? Ich sollte nicht über irgendwelche Marken nachdenken. Oh mein Gott. Müssen wir da sein. Oh, was mache ich da mit Dragoschin? Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Ja, das ist in Ordnung. Kann man machen. Komm, jetzt mal ein Konter nach der Ecke. Baturina. Oh mein Gott, der hat Platz. Der ist schnell. Der ist viel schneller, als ich dachte. Lauf, mein Junge, ja? Sehen in der Mitte. In den Rückraum. Viel zu weit. Oh mein Gott. Nachschuss irgendwie. Ja, Digga. Oh mein Gott. Wie viel Glück kann man haben. Es ist Elmas 33. Minute. Es ist der erste Angriff, der irgendwas taugt. Baturina, unser Mann, von Anfang an, treibt den Angriff an. Nach der Ecke, Leute. Es war gerade noch so gefährlich. Der Ball in die Mitte war eigentlich so Arsch. Aber dann irgendwie kommt der Ball wieder zurück zu Elmas. Der Keeper ist geschlagen. Es ist doch, glaube ich, nicht der Stegen im Tor. Nein, bitte nicht. Männer, nee. Weiß ich jetzt nicht. Die Ball einfach nicht vom eigenen 16er weg, ey. Ey, ja. Genau so. Genauso eben nicht. Ich bin so schlecht. Oh mein Gott, was tue ich denn da? Wenn sich ein Tor angebahnt hat, dann dieses. Ey, ich bin so schlecht manchmal, Leute. So kopfgefickt von Pep Guardiola und rausspielen mit Pässen und nicht einfach mal den Ball rauskloppen, wenn man todesunter Druck steht. Schick einfach Krištović. Abseits, Bruder. 10 Kilometer. Gibt's in Montenegro keine Abseitslinien oder was? Kann sich halt ändern, alles mit einer Szene, so wie hier. Genau so. Genau so. Oh mein Gott, Krištović. Nein, warum nicht? Ich hätte es ihm so gegönnt. Er hat das ganze Jahr wahrscheinlich nie gespielt. Mal wieder geht ein CL-Finale in die Verlängerung. Ich weiß nicht, dass wie vielte es in diesem FC25-Teil schon ist, aber ich glaube nicht das erste, nicht das zweite, auch nicht das dritte. Schick den Krištović. Ich habe ihn drin gelassen. Männer, Schiri, das ist doch ein Foul. Digga, wie kann das kein Foul sein? Wie kann das kein Foul sein? Digga, der ist doch nur in den Krištović rein. Der hat ihm doch einen Ellenbogencheck gegeben oder so. Der hat WWE Wrestling mit ihm gemacht, Junge. 619 war das, RKO. FIFA-Script hat halt Nein gesagt zum Krištović-Held-Moment, Digga. Unfassbar dieses Spiel, wirklich. Unfassbar die Schiedsrichter. Der fünftbeste Schütze bei Barca ist unser fast drittbester Schütze. Egal, wir versuchen es einfach mal. Krištović sollte eigentlich nach links gehen, aber ist okay. Der Mal gegen Salakis. Bruder, so gut geschossen. Kannst du gar nichts machen. Baturina, ich sag rechts. Ja, komm, irgendwie. Salakis, halt ein. Halt ein noch, Mann. Digga, die schießen die Elfmeter halt so gut. Das ist so wild. Und jetzt, ja, okay. Der sollte auch wieder links gehen. Geht in die Mitte. Zu meinem Glück. Ich versuch's einfach mal. In der Mitte stehen bleiben. Komm, ja. Schade. Den hätte ich mal halten können. Ich werde halt eh gleich einen verschießen. Tahirovic, Junge. Gut getroffen. Ich sag rechts. Ja, komm, Streukens, Digga, du kannst nichts. Das sehe ich doch, das kann, Mann! Nur am Scheißelaber, Digga. Aslani, Bruder, einfach Halbglatze. Egal, nicht auf die Haare achten. Ich sag links. Oh, wieder dasselbe, dreimal in Folge. Ich sag links und am Ende wird's immer die Mitte. Hakimi. Ich sag links. Ach, Mann! Zegrova. Oh mein Gott, Digga. Links. Ja, es wird jeder Schuss links mit Mitte am Ende. Komm, wir müssen jetzt nur einen halten, Digga, Pedri. Links. Ey, Bruder, das gibt es doch nicht. Dragoschin. Oh mein Gott, ich sag links. Es wird eh wieder die Mitte. Ja, nee, jetzt wird es auch die Mitte und er bleibt stehen. Salakis, bitte mach irgendwas. Ja, oh mein Gott. Dedic.
Der wird den eh halten. Ich sag rechts. Nee, der geht rein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schieß einfach jetzt. Ich sag rechts, ich sag rechts, ich sag rechts, ich sag rechts. Oh mein Gott, Digga, im Elfmeter schießen. Ja, so lag es, Junge. Alter, da, Junge. Cheap Shot. Und wir haben es geschafft, Alter. Ja, Junge. Ja, let's go. Nehme ich so mit, Alter. Nehme ich so mit. Man muss einfach in diese Elfmeterschießen reingehen, Leute. Mit der Einstellung, dass man nicht gewinnt. Dass man verliert und dann gewinnt man die Dinger. Also Leute, das ist auf jeden Fall der Pro-Tipp von meiner Seite aus. So gewinnt ihr Elfmeterschießen gegen ultimative KI. Das soll es an der Stelle auf jeden Fall gewesen sein von der heutigen Sprint to Glory mit Dinamo Zagreb und ausschließlich Spielern vom Balkan. Haben wir es also geschafft und am Ende die Champions League gewonnen. Ein unfassbar packendes Finale. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lieber da lassen. Daumen nach oben für euch, ein kleiner Klick. Abo, Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus. Gerne noch mit weiteren Vorschlägen. Like, Daumen hoch, die euch gefallen. Und an der Stelle verabschiede ich mich. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.